Sie wissen es ja, liebe Freunde, der Muttertag ist gerade vorbei. Mei, wie schön, ich erlaube mir jedes Jahr wieder diesen Spaß. Ich rufe die Mutti an und sage, wir können leider nicht kommen. Dabei sind der Wolfgang und ich schon längst im Treppenhaus nach oben unterwegs, bei ihr da im Altersstift. Glaub nicht, dass ich nicht sehe, was du hinter meinem Rücken machst, Wolfgang. Ja. Seine Mutter spricht schon seit 10 Jahren mit ihrem fettgefütterten Dackel und es wird nie erwähnt. Anneliese, der Hund hat ein Drüsenproblem, der kann da nichts dazu. Ja, Drüsenproblem. Ich will jetzt mal mein geliebtes Publikum fragen, will einmal mal wissen, wie sieht's denn aus mit dem Muttertag? Was bedeutet denn Ihnen der Muttertag? Ja, ganz großartig. Ist großartig, großartig, gell? Schenken Sie Blumen oder bekommen Sie Blumen? Ich bekomme Blumen. Oh mein! Mei, das finde ich auch mal gut, wenn die Herren Blumen bekommen. Ich frage mal weiter. Hier, eine Dame, bekommen Sie denn Blumen am Muttertag? Ja, meistens schon. Gehört der Herr zu Ihnen oder haben Sie ihn gerade erst abgeschleppt? Der gehört zu mir. Haben Sie denn Ihrer Lady schon mal Blumen geschenkt? Jedes Jahr. Mei, da gibt's einen Applaus. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Ja, jetzt frage ich vielleicht hier mal ein bisschen weiter. Darf ich mich hier zu Ihnen setzen? So, jetzt frage ich mal hier, wie sieht es denn bei Ihnen aus am Muttertag? Ja, ich muss sagen, ich habe leider keine Mutti mehr. Oh, das tut mir leid, Sie haben keine Mutti mehr. Nein, leider nicht. Darf ich Sie vielleicht nach Ihrem Namen fragen? Ich bin der Herr Pösker, Bringfried Pösker. Bringfried Pösker. Genau. Hätten Sie Lust, mit mir rüberzugehen, Herr Pösker? Ja. Ja, kommst du mit mir. Ein kleiner Applaus für den Herrn Pösker vielleicht. Der mich jetzt, kommen Sie ruhig mit mir mit, der mich begleitet, kommen Sie mal rüber. Wissen Sie, da haben wir es hier ein bisschen schnuckelig, können wir ein bisschen miteinander quatschen, wissen Sie. Ja. Nehmen Sie einfach mal Platz. Gut. Herr Pösker, ja, darf ich Sie vielleicht noch mal fragen, Sie haben es eben gesagt, Sie haben keine Mutti mehr, ist die denn verstorben? Ja, es war so, wir haben uns aus den Augen verloren, vor 22 Jahren, das war 1989, im November 1989. Moment mal, vor 22 Jahren? Ja. Das ist ja genau dann gewesen, als die Grenzen zwischen der BRD und der DDR geöffnet wurden. Hat das vielleicht was zu tun mit dem Verschwinden Ihrer Mutti? Ich kann das nur vermuten. Wir lebten nämlich damals auf dem Gebiet der ehemaligen DDR in Bobritz. Und als dann im November 1989 in Berlin die Mauer geöffnet wurde von dem Herrn Krenz, hat die Mutti gesagt, dass sie sich mal mit ihren Freundinnen so ein bisschen so den Westen angucken will und ist dann rüber mit der Ute, mit der Tante Beppe und der Tante Lilli. Und das war auch dann das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe. Ist jetzt. Eiwei. Da war die Mutti verschwunden und die Freundin waren auch verschwunden. Nee, die Freundin war am selben Abend wieder da. Aber die Mutti war weg. Die Mutti war weg. Und Sie haben sie nie wieder gesehen? Ich habe sie nie wieder gesehen. Ja, und bei wem sind Sie dann aufgewachsen? Bei der Mutti. Nur, dass die dann weg war. Da war ich ja schon 26 Jahre alt und hatte eine Anstellung als Maschinenführer in der Glasfaserkabelvertratung in der staatlichen Versalerei in Bobritz. In der Versalerei? In der Versalerei. Ja, haben Sie sie denn mal gesucht? Haben Sie versucht, sie zu finden? Ja, in der Tat. Ich habe einen Brief geschrieben an den damaligen Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl und habe ihm diesen Brief auch mit einem Kuchen nach Bonn geschickt. Ach ja, und was ist daraus geworden? Ja, der Herr Dr. Kohl hat über seine Sekretärin sehr höflich geantwortet, dass ihm der Kuchen geschmeckt hat, aber das war's dann auch. Das war's dann. Jetzt muss ich Ihnen ein kleines Geständnis machen, Bringfried. Mhm. Das ist kein Zufall, dass ich Sie jetzt hierher gelockt habe. Nicht? Nein. Aha. Ihre liebe Frau, die Gongli, und ihre beiden Töchter, die Marlene und die Renate, die haben uns einen Brief geschrieben mit ihrer Geschichte. Ach so. Ja, und ihre Geschichte, die ist mir und die ist dem Wolfgang. Was? Ja, genau. Also dem Wolfgang und auch der Redaktion so dermaßen nahegegangen, da haben wir uns vorgenommen, weiter zu forschen. Weiter zu forschen? Ja, wir haben uns überlegt, wir wollen ihre Mutti suchen. So. Es war schwer, wir hatten keinen Anhaltspunkt, wir hatten keine Spur, wir hatten gar nichts. Aber wir sind im Internet rumgesurft, Tag und Nacht. Wir haben telefoniert, wir haben Briefe geschrieben. Und dann hatten wir endlich eine heiße Spur und die führte uns nach Chile. Die Mutti ist in Chile? Nein, die Mutti war in Chile. Ja, unter dem Namen Carmen San Diego hat sie dort gelebt. Ja, bis sie ausgewandert ist nach Spanien, und zwar nach Lissabon. Lissabon ist in Spanien? Nein. Lissabon ist in Portugal.
Ah. Das wussten wir damals noch nicht und deswegen haben wir sie in Spanien nicht gefunden. Ach so. Ja, und dann haben wir die Spur weiterverfolgt über die Antillen, über die Cayman Islands, wo sie mehrere Scheinfirmen hatte. Ach so. Und schließlich, wissen Sie, wo wir da schließlich gelandet sind? Nein, ich habe keine Ahnung. Ihre Mutti ist nach Köln-Bitterfeld gezogen, hierhin nach Köln-Bitterfeld. Nein. Doch, Bringfried, doch. Ach, das ist ja Wahnsinn. Und stellen Sie sich vor, der Wolfgang, der hat sogar mit ihr telefoniert. Ach du meine Güte. Sagen Sie mal, Bringfried, wäre das nicht was, nach 22 Jahren, wenn Sie da mit Ihrer Mutti telefonieren könnten? Also ich muss sagen, wenn das möglich wäre. Aber ich habe eine noch bessere Idee. Schauen Sie jetzt mal bitte auf die Bühne, Bringfried. So. Oh. Können Sie sich jetzt vorstellen, wer da auf der Bühne jetzt gleich auftreten wird? Die Mutti? Nein, die ist leider gestern verstorben. Aber hier ist noch einmal und nur für Sie der David Hasselhoff!